Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Journey of Life. Wir sind weiterhin damit beschäftigt, hier unseren. What? Wieso ist das jetzt verschwunden? Habe ich das abgerissen? Ich habe so das Gefühl, dass sich hier irgendwie alles resettet, wenn man irgendwie den Speicherstand neu lädt. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber gut. T, Baumodus. Jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es da. Weg. Da. Ach so. Ne, wird schon passen. So, jetzt brauchen wir also noch mal ein bisschen von diesem ganzen Gedönse. Das andere Zeug könnten wir hier irgendwie ablegen. Ja, mittlerweile liegt hier alles voll mit Sachen, die wir nicht brauchen oder nicht nutzen. Das ist ja schon was peinlich. So. Es wird Zeit, dass wir irgendwie Kisten bauen können, aber da bin ich leider noch zu unwissend, wie das denn mal gehen soll. Da müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Also, wir müssen weiterhin irgendwelche kleinen Bäumchen finden. Ach so, da haben wir ja einen Baum gefällt. Da liegt ja noch Zeug rum. Wisst ihr was? Ich nehme das mal mit. Press E to harvest? Geht nicht, okay. Aber das hier geht definitiv. Hallo? Wieso du nicht wollen? Das willst du. Was sagt das Inventar? Zwei Stück haben wir. Das heißt, wirklich pro Busch bekommen wir am Ende halt echt immer nur eins raus. Das ist eine blöde lange Tätigkeit irgendwie, habe ich das Gefühl. Das müssten die eigentlich verbessern, glaube ich. Mal gucken. Wie lange muss ich da drücken? Muss es wirklich verschwinden? Ja, es muss wirklich verschwinden, bis ich das habe. Alles klar. Also Ziel ist es jetzt auf alle Fälle, dass wir das Haus erstmal noch fertig bauen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir irgendwie noch was anderes machen können. Ich würde mich gerne ein bisschen mit dem mit dem Tonzeugs beschäftigen. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, wie genau das dann funktionieren soll. Da müssen wir mal schauen. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach. Wie gefällt euch das Spiel eigentlich so bislang? Ist ja jetzt dann doch die fünfte Folge. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Nee, ich glaube, das ist die fünfte. Und was sagt ihr dazu? Würdet ihr es kaufen? Was müsste man verbessern? Meiner bescheidenen Meinung nach müsste man wirklich dringend verbessern, das, ja, das Baumenü ist einfach irgendwie zu kompliziert. Da müsste man wirklich was tun. Dass man das ein bisschen einfacher gestaltet. Ein bisschen logischer. Denn ich finde, gerade am Anfang ist das schon echt nicht einfach. So, wie sieht's aus? Wir sind jetzt quasi schon wieder fast voll. Ein Büschchen machen wir noch. Oh, hier liegt ja sogar was. Jetzt machen wir kein Büschchen mehr. Da liegt ja noch was. Wann ist denn das passiert? Wartet mal. Zack. Dann nehme ich doch stattdessen lieber noch das hier mit. Und wird es jetzt schon wieder dunkel? Ich glaube, die Nacht beginnt jetzt gleich. Das ist natürlich wieder super, weil wir dann wieder die Hälfte nichts sehen, weil ich immer noch nicht gerafft habe, wie das mit der. Mit der Dings funktioniert, mit der Fackel. So, das sieht doch gut aus. Wie viel haben wir noch? Noch drei. Das heißt, ein so Ding können wir noch machen. Ja, und das andere Zeug können wir hier eigentlich wieder ablegen und dann müssen wir mal schauen. Dann müssen wir mal schauen. So, ein Baum kommt hier hin. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was wir damit machen können. Also, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir dann daraus halt irgendwie Blätter machen, aber. Wie das denn so wirklich am Ende funktioniert, das weiß ich noch nicht. Wir könnten eigentlich auch mal hier so eine Yucca packen. Wartet mal. Bevor es jetzt wieder nachts ist, ne? Genau, dann nehme ich lieber das nochmal mit, damit wir was zu trinken haben.
und dann nicht drauf gehen. Kann man eigentlich noch mehr damit machen? Sie hatte schon. Nee, man kann es wirklich nur nutzen. Okay. Ja gut, dann ist das so. Ich meine, es gibt hier glücklicherweise genug von den Pflanzen. Da werden wir wohl nicht drauf gehen. Sehr schön. Ich glaube, aus den nächsten Fasern mache ich einfach mal wieder ein paar Seile. Die scheint man ja doch recht häufig zu... ja, bekommen. Zu brauchen. Dann macht das also Sinn, wenn wir die nicht irgendwie komplett hier... einfach nur wegwerfen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Baum geschlagen. Das war keine Absicht. Das wollte ich gar nicht. Nee. Genau das. Und gibt es da mit Steuerung vielleicht? Nee, Steuerung ist einfach nur ducken. Ich habe mich jetzt gefreut, wenn es hier irgendwie so ein Maximalding gibt, was man hier eingeben kann. Und dann stellt er automatisch alle her, die er herstellen könnte. Scheint aber so nicht zu klappen. So. Was brauchen wir eigentlich dafür? Was könnten wir denn... Ich verstehe halt nicht, was wir dafür bräuchten, um halt irgendwie eine Kiste bauen zu können. Da komme ich halt noch nicht mit. Und wie wir genau Ton bekommen, ist mir ehrlich gesagt auch noch ein Rätsel. Aber gut, so ist es eben. Habe ich eigentlich auch irgendwie so... Die Yucca-Blätter kann man essen, ne? Nee, verdammt. Palmenrohr kann als Rohr benutzt werden. Ja, da müssen wir auch nochmal gucken, was wir dann da letztlich mit diesen Rohren machen. Oder besser gesagt, machen können. So, das Zeug konnte man essen. Jetzt wartet mal, jetzt werden wir irgendwas hier wegwerfen. Hier ein Faserseil, das braucht ja niemand. Das braucht jetzt erstmal auch niemand. Dann würde ich sagen, hallo? Will nicht? Dann hacken wir drauf rum. Das will er auch nicht, okay. Kann mit einer Axt oder einem Messer gefällt werden. So, jetzt müssten wir aber hier irgendwas bekommen haben. Hä? Nichts? Okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Und ehrlich gesagt habe ich auch noch nicht geschnallt, wie das Respawn-System funktioniert. So ein Bushnock. Warte mal, jetzt liegen hier wahrscheinlich wieder irgendwelche Faserteile auf dem Boden. Ja, die braucht man ja gar nicht. Nein, wir brauchen einen richtigen Busch. Das ist ein richtiger Busch. Dann müssen wir schnell zurücktigern. Ich werde mal ein bisschen rennen. Weil ich jetzt echt keinen Bock habe, hier in der Pampa dann zu stehen. Und nicht zu sehen, wo ich hin muss. Bäm. Bäm. Das sieht doch schon mal gut aus. Also die ersten Dinge des Hauses haben wir ja schon mal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was könnten wir als nächstes dafür bauen? Tee. Dann... Nee, da muss ich jetzt in den anderen Modus. Nicht Steuerung. Was war denn nochmal der andere Modus? Alt. Alt war der andere Modus. Das ist nochmal sowas. Genau, sowas halt. Ja. Ach, das geht hier gar nicht. Und wenn ich jetzt hier durchschalte, war es nur... Okay. Unterschiedliches Material. Und mit Alt kommen wir wieder irgendwie hier zu solchem Zeug. Mit Fenster... Ja, warum nicht? Can't place. Requires pillars. Also zwei, okay. Wir brauchen also noch einen Pillar. Dann schauen wir doch mal, wie wir das machen. Da platziert, da platziert. Da... Oh Gott, da müssen wir ja noch echt häufig rumrennen.
bis wir das mal haben. Und wenn wir dann später das Haus ausbauen wollen, dann wird das noch viel schlimmer. Sofern ich da tatsächlich noch irgendwie viele, viele Folgen mache. Das ist immer so... Ich weiß es immer nicht. Bei manchen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich mir dann immer nicht so sicher, ob ich da irgendwie noch mehr mache und... Es, oh Mann, wir brauchen auch noch Clay. Oh Gott, nein. Okay, Destroy Mode Z. Habe ich jetzt mein Zeug wieder bekommen? Wartet mal. Ich habe wenigstens das wieder bekommen. Okay, ich habe nämlich hier die falschen Dinger verbaut. Das ist echt kacke. Aber ich kann doch hier auch draufspringen, oder? Natürlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, könnte man in der Theorie ein Bett bauen? Das wäre ja was. So, und woran sehe ich jetzt, dass es das Richtige ist? Das sollte es vielleicht irgendwie unten anzeigen, das wäre schon ganz praktisch. Es ist sehr dunkel, da kann ich nicht erkennen, was es ist. Ich glaube, das ist es jetzt. Ist es das? Nein. Sieh dir es und das ist das. Also, das ist dämlich. Das müsste da schon irgendwie dabei stehen. Ich glaube, das ist es jetzt. Fetchpiller, ja, endlich. Dann raus aus dem Baumodus. Dann haben wir das. Das ist schon mal gut. So, jetzt können wir hier sagen... Ja, wie würde ich denn das machen? Wenn, dann würde ich da eher so eine Fensterreihe hinbauen, so Richtung Strand. Das ist besser. Hier hinten machen wir, glaube ich, komplett dicht. So. Ich denke, das ist das Erste, oder? Gott, das ist halt echt so dunkel. Ich glaube, das ist das Richtige. So, ist es das Richtige gewesen? Fetch Wall. Ja, ist es. Hervorragend. So. Es ist jetzt aber halt so düster schon wieder, dass ich mir denke, hey, was soll der Käse? Will ich das mit der Fackel nochmal probieren? Nee, eigentlich nicht, weil wir wissen ja, wie es aussieht. Es funktioniert nicht. Wartet mal, ich nehme mal hier so ein bisschen... Stück von diesem Laubholzbaum. Weil ich sehe halt legit gar nichts. Das ist richtig dumm gemacht von denen, wirklich. Ganz dumm. So, und jetzt? Was ist damit? Nichts ist damit. Es geht nicht. Wieso kann man hier denn dann nicht irgendwie draufklicken und einfach sagen, use? Wie mache ich denn das jetzt irgendwie? Nochmal versuchen, das irgendwie... Das ist mega nervig gerade. Das ist was, das triggert mich echt. Ich sehe halt nichts. Ich sehe legit gar nichts. Wir machen Folgendes. Ich werde jetzt hier quasi einen Cut setzen. Und wir sehen uns einfach am nächsten Morgen wieder. Ihr könnt noch kurz sehen, wie ich hier das hier jetzt esse. Damit ich nicht sterbe und wow. Und dann machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich warte einfach mal die nächsten Morgen ab, weil es ist kacke hier. So eine Scheiße, ey. Also das ist wirklich was dringendst. Dringendst müssen die das irgendwie so machen, dass auch ich verstehe, wie die Fackel angeht. Naja gut, bis gleich. So, da bin ich wieder. Es ist der nächste Morgen. Wir sind kurz vorm Sterben. Weil Durst und so. Und Hunger. Nein, kurz vorm Sterben ist jetzt auch übertrieben, aber wir sollten dringend was essen. Drop. Dafür könnte man irgendwie auch noch so ein Kurz-Dingsbums da machen. Drop.
Keine Ahnung, jetzt liegt hier wieder alles. Wir müssen weiter rumeiern, um noch mehr so Dinger zu holen für das Zeug. Es ist... Ich weiß nicht. Das ist... Ich finde das keine gute Lösung, ganz ehrlich zu sein. Vielleicht muss ich mich doch nochmal intensiver irgendwie mit diesem Werkbank-Dings da beschäftigen. Und dass ich das Ding, andere Ding nicht abreißen kann, das triggert mich am meisten. Also herstellbar. Da ist jetzt nichts. Eine Leiter. Verschiedenste Waffen, die wir nicht brauchen. Stationen. Stationen, die wir nicht brauchen. Ja, den Brechtisch, den brauchen wir später bestimmt, aber nicht im Moment. Ein Komposthaufen. Organic Stuff can be composted. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jemals brauchen. Das Ding wäre halt super. Aber dafür fehlt uns halt wieder alles, wie der Tontrichter und so weiter und so fort. Kinbeet, darin kannst du deine bevorzugten Samen einpflanzen mit der richtigen Pflege. Ihn beim Wachsen zu sehen? Du musst sie regelmäßig mit Kompost düngen und regelmäßig bewässern. Ja klar, werde ich jetzt machen, ne? Woodworks, was ist denn das? Dafür bräuchte ich eine Säge. Ach, damit kriegen wir denn die Bretter. Jetzt check ich's. Okay. Das ist allerdings die große Frage, wie zum Geier kriegst du... Naja, dazu wirst du wahrscheinlich hier irgendwie was schmelzen müssen, ne? Massiver Stein, Luftkammer. So, was braucht man denn für diese Luftkammer? Gucken wir uns das mal einfach mal an. Dafür bräuchten wir Ton und ich habe immer noch keine Ahnung, wo es Ton gibt. Also so werden wir erstmal nicht weiterkommen. So werden wir erstmal nicht weiterkommen. Aber wir kommen immerhin mit dem Zeug hier weiter. Wenn wir hier dann auch den Hammer ausrüsten. Achso, ich habe gar nichts mehr drin. Wir müssen also wieder lostigern, wieder Zeug einsammeln und dann wieder hin. Ich weiß nicht, das hätten sie abwechslungsreicher gestalten können. Oder den Bedarf vielleicht nicht so riesig ansetzen sollen. Und ich werde hier auch gleich nochmal zuschlagen. Achso. Okay. So, dann werden wir das gleich mal essen. Wir sollten heute vielleicht noch irgendwann mal eine Wildsau töten. Das könnte uns weiterbringen. E. Ich drücke E, es passiert nichts. Der Baum ist schon zu groß. Aber hier geht was. Ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie auch nicht nur den E-Drück-Simulator spielen. Also eventuell werde ich das echt tatsächlich jetzt als letzte Folge machen. Und ich sehe mir das nochmal in einem Stream an. Ob ich vielleicht mehr Zeit habe und vielleicht auch Leute reinkommen, die irgendwie eine Ahnung davon haben. Weil dieses Wiki ist nicht sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht gut. Und eigentlich sollte man doch als Entwickler ein Interesse daran haben, dass die Zugangsbarrieren, die Leute sich halt einfach leichter in das Spiel reinfinden. Damit sie schlichtweg am Ende auch Spielspaß haben und das gerne spielen. Und das sehe ich halt im Moment so nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, aber ich will sagen, dass man das deutlich verbessern könnte. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hier mit dem Sammelsystem, das ist okay. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, ist jetzt aber auch nicht schlecht oder so. Also absolut nicht. So, ist aber wieder voll. Wir sind wieder voll. Und das mit diesem Runterwerfen, das nervt mich ehrlich gesagt. Weil ich keinen Bock habe, dass dann irgendwie hier der ganze Speicherstand oder was auch immer dann mit dem Zeugs vollgekleistert ist. Was wo liegt? Aber gut, vielleicht ist das gar nicht ressourcenintensiv oder so. Aber keine Ahnung, wie genau die das gelöst haben. Aber wenn es halt hier ewig liegen bleiben würde, das würde ich schon sehr weird finden. Vier, das läuft.
Ach ja, ich würde tatsächlich hier nochmal so ein paar dieser Dingensen hinbauen. Nee, das genau. Nee, auch nicht das. Das sieht doch nach Fetch aus. Genau, das ist es auch. Zack. Zack und zack. Dann mal weg damit. Dann können wir das jetzt hier fertig machen. Habe ich noch was? Oh, ich habe noch was. Ich kann zwar leider nicht komplett fertig bauen, aber hey. So, ich würde hier einfach schon mal drauf kloppen. So ein bisschen was bräuchten wir noch. Das, ja, das droppt mal wieder hier irgendwo. Oder wartet mal, wir machen einfach wieder ein paar Seile. Wir machen einfach mal wieder ein paar Seile herstellbares. Faserseile. Ich hoffe, dass der jetzt auch wirklich das Zeug aus dem Inventar als erstes sind und nicht nur das, was er hier auf dem Boden liegt. Wobei ich sagen muss, zumindest das ist relativ gut gelöst. Also, dass der hier das, mit, was auf dem Boden gerade in der Nähe liegt, halt da auch mit einrechnet. Das finde ich echt gut. Also gut, tigern wir noch einmal los. Dann muss ich die Folge leider beenden, denn ich habe jetzt gleich noch ein Telefonat. Und das muss ich erledigen. Nur Fasern. Will ich das hier wirklich ernten? Das ist so einer dieser komischen Büsche, die uns wieder nichts gibt. Schade, dass hier nicht noch irgendwie auf dem Boden so ein bisschen was an diesem Fetch-Zeug rumliegt. Ich würde es mitnehmen. So, was ist das? Das waren diese Blätter, die wir brauchen. Sehr gut. Dann haben wir die zumindest schon mal. Hat jetzt zwar leider keinen Fetch gegeben, aber hey. Ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich dann irgendwie noch so zwei, drei Folgen. Hätte ich schon nochmal Bock drauf, aber ich muss mich jetzt auch nochmal um Desert Skies kümmern, weil da hatte ich jetzt auch gesagt, hey, ich mache nochmal Folgen und dann bin ich absolut nicht dazugekommen. Ich hoffe aber, dass ich das noch werde. Droppen. Droppen. Ich brauche den ganzen Käse nicht. Ich möchte zumindest ein, zwei Wände da stehen haben. Wenn ich lustig bin, könnte ich hier noch mal vorbeikommen und noch mal was aufsammeln, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich mich da wieder dran erinnere in der nächsten Aufnahme, wo genau das war. Ich habe echt so die Tendenz, mich zu verlaufen, habe ich das Gefühl. Nein, aber es ist auf alle Fälle ziemlich komplex. Das ist wirklich komplex. Ich bin gespannt, ob es Kommentare dazu gibt, wie ihr das eigentlich so findet, was ihr dazu sagt. Und oh. Gib mir deine Nuss. Achso, ich habe keinen Platz mehr. Was können wir wegwerfen? Das können wir wieder wegwerfen. Und das. Und jetzt. Press E to harvest. Ich drücke E. Hallo, gib mir die Nuss. Ich versuche hochzuspringen. Auch da will er nicht. Okay. Das ist ja blöd. Press E to drink salty water. Will ich nicht. Kann ich nicht die Krabbe totkloppen? Ach was. Okay, das ist jetzt echt cool. Was kann ich mit der machen? Kann ich einfach nur so kochen? Rohes Fleisch. Du kannst es neben einem Feuer braten. Ja, nice. Nahrungsproblem gelöst. Können hier also regelmäßig nice junge Krabben einsammeln. Boah, ich hätte auch mal wieder so richtig Bock. Ich muss mal wieder so einen Fischtag machen.
So. Hüpf. Dann brauchen wir hier wieder den Hammer. Den Hammer. Okay. Zack. Zack. Dann sollte man vielleicht auch nochmal so eine Tür hinbauen. So, ist das jetzt die Thatch-Variante? Ich glaube, das ist sie. Habe ich nicht mehr natürlich habe ich nicht mehr genug. Ich muss jetzt aber auch leider aufhören mit der Aufnahme. Das heißt, wir sehen uns dann... Ja, ich würde es morgen und übermorgen auf alle Fälle nochmal machen. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann auch irgendwie zumindest so ein Haus fertig kriegen. Aber wie gesagt, ich halte das tatsächlich eher für ein interessantes Spiel für den Stream, wo man nebenbei ein bisschen Musik hören kann und mit den Leuten quatschen. Für YouTube halte ich das tatsächlich so für ein bisschen zu monoton. Naja gut. Wie dem auch sei, ich bin raus. Ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.